vieles von Marco landet auch auf den Handschuhen des Israeli. Jetzt will er es natürlich auch mit Gewalt umbiegen. Das haben Sie gerade in diesen Szenen auch gesehen, aber auf jeden Fall unter den Augen von Arthur Abraham. Und der Familie Sauerland geht es jetzt zumindest in Richtung ein bisschen von Marco hoch. Hier, rein und dann wieder aufpassen, das ist gut so. Aber mehr schneller aus der Linie gehen. Wenn du am Seil bist, musst du dich rausdrehen, dass du Vorteil hast, ja? Hörst du? Guck mal, es kommt ja an, das wird ein halbes Ding noch, komm. Und wieder mit der Führungshand aus der Linie gehen, der geht nach vorne. Viele, viele klare Treffer in diesem Gefecht, das wird Uli Wegner später bemängeln. Aufwärts. Und dann Linienfahren, ja? Hast du verstanden? Oder kriegst du das mit? Komm, mein Junge, komm. Los, du bist stark, komm, komm. So. Letzt gab es ein paar gute Argumente für Marco Huck in Sache Quote. Sieht es hier noch deutlich für Nakash aus. Bei mir sind die beiden nach vier Runden ausgeglichen auf den Punktzetteln. Also auch für Uli Wegner, den Trainer Fuchs, das Ganze natürlich ganz schwer und spannend, dieser Kampf. Wie würde sich Huck verkaufen, der hier sehr schön mit dem Aufwärtshaken getroffen hat? Denn bei Lebedev hat er festgestellt, dass er ihn ja fast die Hälfte des Kampfes gar nicht erreicht hat so richtig. Jetzt eine Ahnung dieser Sports, die ein Markenzeichen von Marco Huck geworden sind. Natürlich darf er nicht mit links halten und mit rechts an den Aufwärtshaken hineinziehen. Sehr gut gesehen von Cortez, der jetzt zum zweiten Mal einen Huck-Kampf begleitet, auch gegen Ola Afolabi beim 12-Runder in Ludwigsburg im Jahre 2009 im Ring stand. Der besorgte Blick von Uli Wegner zu seinem Weltmeister nach Ottke Bayern. Abraham, Weltmeister Nummer 4 für den Championmacher. Aber natürlich, und das wird es wohl wahrscheinlich die ganze Karriere überbleiben, ein schwieriges Projekt, dieser Marco, der gesegnet ist mit dieser Explosivität, mit diesem Willen, aber manchmal in Sachen schlaues Boxen noch vieles offen lässt. Aber die Aufwärtshaken waren natürlich klasse hier drin. Und Nakash kann was wegstecken. Der hat noch nie verloren. Der kennt das Gefühl, gar nicht unten zu sein. Huck fühlt sich sicher. Sie haben das an dieser etwas provozierenden Geste gesehen. Jetzt verlässt er sich zu sehr auf die Aufwärtshaken, finde ich, in dieser Phase, weil die einige Male Erfolg gebracht haben. Würde mich freuen, wenn mal wieder mit links gerade lang einfach geboxt werden würde, um Nakash auf Abstand zu halten. Jetzt einen kleinen Cut unterhalb des linken Auges hat. In die Halbdistanz rein. Er hat die besseren Qualitäten in Sachen Tempo, das haben wir gerade gesehen, aber er macht sich das Leben Henry Maske unnötig schwer. Ja, leider, wie befürchtet, so fängt er auch an. In der ersten Runde schon mal ein schöner Haken von Nakash am Kinn von Marco. Und der erschüttert ihn noch nicht mal so richtig, aber schon in der zweiten Runde von niemandem bemerkt. Mir scheint zumindest, kommt, da sieht man diesen Nebentritt. Da ist er kurzzeitig aus der Kontrolle. Ja, das war nicht nur ein Wischer, sondern ein klarer, harter Treffer, weil er die Seite offen gelassen hat, weil er einfach mit dem Mann nicht boxt. Er lässt ihn einfach kommen
stellt sich passiv hin und wartet, bis irgendwann die Kräfte vom Nakaš natürlich nachlassen. Und dann kommt dann auch in der fünften, sechsten Runde eine Aktion von ihm, wo er dann wirkungsvoll wird. Und es ist schade, dass er einfach nur sich auf die Kraft bezieht und mit der hier den Kampf gestalten und gewinnen will. Ich hätte auch gedacht, da bin ich ganz ehrlich und dicht bei Henry Maske, dass der Kampf im Bereich fünfte, sechste Runde ein Ende finden würde. Wir sind jetzt schon in der sechsten. Nach dem Studios all dessen, was Nakaš bisher erreicht hat, wie er boxt. Und er boxt genauso, wie es auf den Videos zu sehen war. Er versucht in die Halbdistanz zu kommen und dann immer wieder das Abfeuern von Hakenserien. Also hat jetzt nicht eine spezielle Hook-Taktik sich hier zurechtgelegt. Israelis jetzt, sagen wir mal, auch nicht das allerüberraschendste. Kopf nach unten und damit zwei Haken auf den Gegner zugehen. Geht Marco rechts oder links einen Schritt raus, schlägt einen Cross drüber oder wie jetzt hier mit dem Aufwärtshaken, kann er ihn immer wieder gut abkontern. Macht sich wirklich das Leben echt schwer. Vorbereitet, aus der Glätte die linke, noch nicht so präzise, aber immerhin ein Weg, um Nakaš wegzuhalten. Schon wieder durch die Mitte durch. Schläge, aber nicht präzise genug. Und hier war auch der Respekt zu erkennen bei Hook. Hat diese Serie angefangen unter den Augen von Hernandez und Cunningham. Das ist ja ein ganz, ganz spannendes Limit, mit dem man den er vielleicht in diesem Jahr wieder herausfordern will. Seine einzige Niederlage gegen Cunningham, hier vorne sitzt er im dunklen Anzug und freut sich über dieses Duell. Schneller rausgehen, wenn du raus bist, keinen Gegenangriff machen. Guck mal, raus den Gegenangriff. Du musst hören, die letzten 30. Da musst du noch einen Sieg machen, nicht er. Du! Na ja, jetzt höre zu. Das kriegst du überhaupt kein Wasser mehr. Das kannst du mal annehmen, du. Streng deinen Kopf ein bisschen an. Hast du gehört? Geh raus und den Gegenangriff machen. Wenn wir dann letzte 30, dann musst du mal eine Aktion machen. Hier! Papp, 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 ja? Hörst du? Da will ich den Titel klauen. Mein! Irgendwie ist Uli Wegner noch erstaunlich gelassen. Da war ja noch viel Schalk dabei. Nach Punkten sehe ich das deutlich enger. Aber ich glaube trotzdem, natürlich wegen der bereits angesprochenen Qualitäten daran, dass Marco Hook das Ganze hier für sich noch lösen kann. Aber Sie haben es gesehen, es gab zwei, drei Situationen, wo er auch schon mal ein bisschen weich in den Knie war. Und diese Hakenserien hinterlassen Spuren. Hook bricht seine eigenen
Versuche früh ab, boxt zu spät an und das nicht nur von mir, sondern auch vom Trainer geforderte Herausgehen aus den Aktionen, das kommt zu selten. Marco Hucki, ein Mann, der alles super hört, also auch Schläge sozusagen auf Bestellung liefert. Ich erinnere mich an den Kampf gegen Battaglio, wo er dann erfolgreich zur Stelle war. Aber schon zuletzt gegen Lebedev gingen die Rufe aus der Ecke alle an ihm vorbei. Da lief er immer in die Schlaghand hinein des Russen. Und Sie sehen auch hier, dass er jetzt mit super viel Druck schlägt. Gar nicht dieses Spielerische, was das Boxen eben auch braucht, dieses leichte Boxen, sondern da sind schon Schläge bei, die mit voller Gewalt jetzt geschlagen sind. Einfach auch aus Unzufriedenheit heraus. Und weil er ihn hier richtig auf der Pelle hängt und Sorgen bereitet. 6 Runden vorbei. Nach den Punkten ist für mich nichts entschieden. Selber beginnen und aus dieser Konstellation heraus kann es gar nichts werden. Und auch der Blick zur Seite, zur Uhr. Es braucht jetzt eine deutliche Sprache, auch wenn er mit Gewalt dieses Problem jetzt lösen will. Mit wuchtigen Schlägen, mit seiner krachenden Rechten. Sicherheit nicht die feine Klinge. Das wird auch Freundin Uria gesehen haben, aber sie wird auch erkannt haben, dass jetzt es in dieser Runde schwer eingeschlagen hat bei ihrem Mann. Halt die Flasche, gerade, gerade. Du verlierst das. Du musst auf dich aufpassen. Pass bloß auf dich auf. Halt dich. Noch mehr Wasser. Du musst die Linie halten. Lass dir nicht zum Zuge kommen. Keine Schläge ein, die er einfangen. Natürlich macht sich der Boxer aus Haifa Israel ganz klein und die Aufgabe ist eine verdammt schwere. Die Runde war bei Hook, der jetzt einen klitzekleinen Vorsprung haben durfte, aber es viel wichtiger ist als dieser Vorsprung, dass er jetzt auch mal gezeigt hat, Mr. Nakash, bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, dass diese Serien jetzt in der letzten Runde, unabhängig von der schweren Schwellung am linken Auge, auch nicht ganz ihre Wirkung verfehlt haben dürften. Sehr schön gemacht. Dieses kurze Zucken, haben Sie das gesehen? Und das war jetzt richtig klasse geboxt, explosiv. Und schon ist Nakash in schwerer Not. Das war Boxen. Vorher fehlte leider vielen, vielen Schlägen die Präzision. Aber dass dieser Marco Hook natürlich ein großes Potenzial hat, das muss ich nicht nochmal unterstreichen. Aber es zu kanalisieren, es auf den Punkt zu bringen, es auf den Gegner zu bringen, dann kann er mit seinen gerade mal 26 Jahren in der Weltspitze wirklich alles in diesem spannenden Limit versuchen.
und er führt.